Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich bin Daniela von zauberhaft-stempeln.de und ich möchte mit euch heute diese tolle Karte basteln, die ein Bändchen zuhält, weil im Innenteil eine kleine Schokobox ist, wo ihr Schokoladenriegelchen verstecken könnt. Hier habt ihr noch ein Textfeld, wo ihr noch einen lieben Gruß schreiben könnt. Gearbeitet habe ich dafür mit den Produkten aus dem aktuellen Mini-Katalog auf der Seite 44. Findet ihr das Produktpaket Bärensteig. Das beinhaltet zum einen das Stempelset und die Elementstanze Erdbeere. Das tolle Designerpapier stammt aus der aktuellen Celebration. Und hier erhaltet ihr das Designerpapier plus ein weiteres, wirklich richtig schönes Stempelset Fruchtige Grüße, mit dem wir auch arbeiten werden. Los geht's! Ganz viel Freude beim Nachbasteln und Mitbasteln dieser wunderschönen Karte mit integriertem Schokoladenfach. Alle Infos dazu und die ganzen Maße und falls Zentimeterangaben findest du auf meinem Blog www.zauberhaft-stempeln.de. Als erstes starten wir mit der Grundkarte. Die hat die Maße 22,5 cm auf 14,85 cm. Diese falzen wir bei 10,5 cm. Das ist das Standardkartenmaß und dann bei 12 cm. So entsteht dann der Rücken. Falzlinien ziehen wir wie immer mit dem Falzbein nach. Gearbeitet habe ich hier mit dem Farbkarton im Blutorange. Der Aufleger hat die Maße 10 cm x 14,3 cm und das Designerpapier hat die Maße 9,5 cm mal 13,8 cm. Das Designerpapier kleben wir nun mit dem Flüssigkleber auf den Farbkarton auf. Und zwischen den Farbkarton und die Karte kommt dann noch dieses Bändchen dazwischen. Das messt ihr einfach vorne für ein Schleifchen. Einmal rundherum abschneiden. Das Bändchen bringen wir nun auf dem Farbkarton an und zwischen dem Aufleger. Gerade ausrichten, schauen, dass es hier auf keinen Fall verdreht ist, denn wenn ihr wollt, könnt ihr hier auch das schon mal ein bisschen fixieren mit dem Kleber, dann verrutscht das nicht. Kleber auf den Farbkarton aufgeben und alles zusammen festkleben. Wenn das flach liegt, sollte das Bändchen dann auch nicht verrutschen oder verdrehen. Dann können wir gleich weitermachen mit der Dekoration der Karte. Hierzu habe ich aus Gartengrün ein Herz ausgestanzt. Die Herzen Das Wellenherz und das normale Herz findet ihr im Jahreskatalog. Und den Spruch, vielen Dank, dass du mir so oft den Tag versüßt, den habe ich, wie schon vorher erwähnt, aus dem Klarsicht-Stempelset Fruchtige Grüße aus der Celebration verwendet. Das Herz ebenfalls mit Flüssigkleber aufkleben. Für diese 3D-Erdbeere habe ich nun die Elementstanze zu Hilfe genommen. Zuvor habe ich die Erdbeere in Glutrot auf Blutorange gestempelt und das Ganze stanzen wir nun aus. Für das gesamte Projekt brauchst du 4 solche Erdbeeren. Und
Und wie wird das jetzt gemacht? Du brauchst für die vordere 3D-Erdbeere drei dieser Erdbeeren und die legst du in den Papierschneider ein, etwa mittig, und falzt einmal jede durch. Danach knicken wir die schöne Seite zusammen und falzen einmal mit dem Falzbein nach. Nun wird immer eine Seite festgeklebt an die andere Erdbeere. Gut festdrücken, bis das anzieht. Und die Nummer 3 auch noch ankleben. Wenn du einmal außen rum möchtest und es quasi aufhängen, zum Beispiel an eine Flasche oder so, dann machst du einfach 5 Erdbeeren und klebst sie genauso alle zusammen und in der Mitte dann noch einen Faden einbringen. So habe ich das bei dem Erdbeerträger gemacht, den du auf meinem Blog anschauen kannst. Nun machen wir noch den Stängel der Erdbeere. Den findest du ebenfalls im Set Bärenstark. Den werde ich in Gartengrün stempeln. Den Stängel der Erdbeere, den brauchen wir zweimal. Auch wieder mit der Elementstanze Erdbeere ausstanzen. Für diese 3D-Erdbeere nimmst du den Stängel und knickst ihn ein bisschen ein und dann bringst du hinten den Kleber auf und fügst es in die Mitte der Erdbeere ein. Und dann wird einfach die ganze Erdbeere auf beiden Seiten hinten mit Kleber versehen. Und aufgeklebt. Das Ganze schön andrücken. Und dann haben wir unsere Karte außen schon gestaltet. Als nächstes kümmern wir uns um die Box hier im Innenteil der Karte. Dazu brauchen wir wieder unseren Papierschneider und ein Stück Farbkarton mit den Maßen 14,5 x 10,5 und das falzen wir nun an der langen Seite bei 1 cm bei 2,5 cm. Bei 12 cm und bei 13,5 cm. Um 90 Grad drehen, dann falzen wir das Ganze bei 8 cm, das ist die Länge der Riegel, und dann noch einmal bei 9,5 cm. Das Außen ist jeweils die Klebelasche, die werden wir einschrägen. Und dann schneiden wir einmal um dieses kleine Quadrat herum weg, hier entlang und noch einmal die Klebelasche. Klebelasche, einmal um das Quadrat herum, Klebelasche. Auf der anderen Seite genauso verfahren. Klebelasche einschrägen, um das Quadrat herum. Und die letzte Klebelasche einschrägen. Nun wird noch auf jeder Seite hier das kleine Quadrat eingeschnitten bis zur Falz. So sieht das dann aus. Nun werden wir alle Falzlinien nachziehen.
bevor wir das bekleben. In die Box bekleben wir noch das Vorderteil, dann geht das ein bisschen einfacher. Wir haben hier einen blutroten Farbkarton, der hat die Maße 9 cm x 7,5 cm. Dann haben wir noch mal ein Stück Designerpapier, 8,5 cm mal 7 cm. Ich dekoriere das Ganze nochmal mit einer Erdbeere, die ich zuvor ausgestanzt habe. Gleich wie auf der Vorderseite der Karte. Sie kriegt noch einen kleinen Stängel. Und dann habe ich noch den kleinen Spruch, süße Grüße, ebenfalls aus dem Set Bärenstark, einfach den ich hier vorne anbringe. Nun wollen wir die Box schließen. Dazu könnt ihr mit Klebeband arbeiten oder mit Flüssigkleber. Erst schauen wir, ob hier die Ecken nicht übereinander lappen. Hier ist es ein bisschen knapp. Dann werde ich hier noch mal ein bisschen mehr einschrägen. Als erstes werden die Seitenteile eingeklappt. Das ist wie bei jeder ganz normalen Box auch. Gut festdrücken, dass es nicht wieder aufgeht. Nehmen wir uns die Sekunde. Nehmen wir unsere Karte, legen sie flach hin. Und nun bringen wir den Flüssigkleber oder das Klebeband auf. Und setzen die Box auf die Karte auf. Als Tipp am besten jetzt mit dem Falzbein innen reinfahren und alles gut andrücken. Das wollen wir jetzt kurz trocknen lassen. Legen das beiseite. Als letztes möchte ich noch den kleinen Textplatzhalter bestempeln. Dazu habe ich mir das kleine Blütchen und Blättchen, Zweigchen herausgesucht aus dem Set Bärenstark. Das werde ich jetzt in Gartengrün abstempeln. Und dann habe ich mich entschieden, dass ich das mit den Blends kolorieren werde. Nicht so wirklich dick viel. Dann bleibt noch ein bisschen von der Tinte stehen. In Schwarz hat es mir nicht so gut gefallen in dem Memento, deswegen habe ich mich für das Gartengrün entschieden. Das Schwarz war ein bisschen hart. Osterglocke, die Blütchen. Nicht so sehr über die Stempeltinte drüber fahren, dann klappt das sehr gut. Und schon ist es fertig und dann können wir auch das zuletzt aufkleben. Und fertig ist unsere tolle Verpackung. Schokolade einstecken, Gruß und liebe Gedanken schreiben, einmal zubinden. Und schon habt ihr eine richtig tolle Verpackung, mit der ihr Freude und was zum Naschen verschenken könnt. Ich hoffe, dass dir mein Projekt gefallen hat und dass du auch ganz viel Freude mit diesen bärigen Stempelsets und dem Papier hast. Falls ja, gib mir doch einen Daumen hoch. Wenn du meinen Kanal abonnierst, bleibst du immer dabei, was ich so bastle. Ich freue mich auf ein Wiedersehen mit dir. Alles Liebe, bis bald. Deine Daniela von zauberhaft-stempeln.de.